Willkommen zurück zu Overwatch. Heute ist Zarya dran. Und zwar ist es der Tank, mit dem ich am wenigsten klarkomme. Leider kein Witz. Ja, die hat ein paar lustige Fähigkeiten drauf. Keine davon gefällt mir. Die hat einen Laser. Die hat so ein Ding. Nachteil? Ach ja, genau. Die hat noch ein Schild, der Schaden komplett absorbiert. Nachteil? Mein Schaden, er kriegt erst dann vollen Schaden. Also meine Waffe hat erst dann vollen Schaden, wenn ich, wenn man auf mich schießt, während ich diesen Schild aufrecht habe. Das Problem ist, meistens sterbe ich kurz danach. Das heißt also, ich darf jetzt lernen, mit dieser Waffe hier so zu schießen. Oh Gott, das wird so schief gehen, das sag ich euch. Jo. Sieht man das schon? Oh Junge. Also wie bereits gesagt, das ist unendlich schwierig. Weil ich muss, um Schaden zu machen, Schaden bekommen. Und das ist einfach total widerlich. Ja, ob ich das schaffe, ich weiß, es ist sehr fraglich. Man sieht, es hält auch nicht besonders lange. Ist auch ein Problem. Da habe ich nicht aufgepasst. Bringt es mir gar nichts. Na, komm, krieg mal ein bisschen Schaden für mich. Also wie schon gesagt, es ist nicht gerade leicht. Okay, der ist tot. Meine Fresse! Das ist schwierig, ey. Das ist kein Witz, es ist richtig scheiße schwierig. Weil um Schaden zu machen, muss man Schaden bekommen. Gewöhnlicherweise versuche ich den Schaden möglichst zu vermeiden. Ist leider heute verboten. Oh Gott, die haben Doppeltrace, das ist ja widerlich. Angeblich, sobald das Ding ja den maximalen Damage erreicht hat, soll das Gegner ja nur so wegschmelzen. Leider. Der Schaden auch ab der Zeit. Ich probier einfach mal. So. Es ist. Ich bin mit ja noch nie klargekommen. Also, es sollte hoffentlich langsam klar sein. Ich muss halt versuchen, irgendwie den ganzen Schaden, den ich halt mache, irgendwie aufzuladen. Ja, das war. Also die Ulti von dir ist eigentlich ganz lustig. Die kann nämlich Gegner in der Nähe so zusammenfassen. Dass sie halt alle an einem Punkt sind. So ein Gravitationsding. Das ist ganz witzig, wenn man ne? Rüstung, die nehme ich natürlich gerne mit. Ich mache einfach keinen Schaden, also es ist richtig ekelhaft. Gib mal ein bisschen Schaden für mich, das wäre voll cool. Oh. Hui. Das Krasse ist, ich lebe immer noch. Ich bin Tank. Sollte vielleicht klar sein. Ich muss mal wieder ein bisschen Schaden aufladen.
Leider keiner da. Eins. Wow, ich habe einen Schaden gemacht. Oder 1% hat. Ich weiß nicht, wie viel das bedeutet. Danke. Ja, komm, lad mich auf, lad mich auf. Ich bin tot. Scheiße. Ja, es ist so ekelhaft. So richtig zwei... Nein, es ist nicht nur ein zweischneidiges Schwert. Es ist einfach... Ich komme mit dem nicht klar. Also, nicht mal so ein bisschen. Das, ja gut, ein bisschen gerade mehr gesehen, aber... Das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Weil, ich weiß nicht, die ist irgendwie so... Die hat zwar eine Menge Leben und... also 200 Schild, 200 Leben, wie man sieht, aber die ist halt so... Die Waffe ist so unendlich schwach, so ziemlich die schwächste Waffe, wenn sie unaufgeladen ist. Damit komme ich nicht klar. Ja, okay, das war... Okay, es ist Glück, dass einmal die komplette Waffe aufgeladen war und ich die alle in einem Punkt zusammengefügt habe. Es sah auf jeden Fall nicht so schlecht aus und ich würde sogar sagen, das war das Play of the Game, das Highlight. Sagte ich doch. Oh, Junge, ey. Der Krack hätte ja wenigstens gut klarkomme und direkt das Highlight gepackt, ey. Da. Tot, 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 tot. 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 Ach du Scheiße. Ja. Wow. Das war überraschend gut. Ja. Okay. Ja, okay. Das. Ich komme auch irgendwie nicht klar, dass ich irgendwie was gerissen habe. Das ist schon mit dem Charakter jetzt ekelhaft. Fuck, das ist einer meiner schwächsten Charaktere und ich mach damit das Highlight direkt beim ersten Versuch. Ja, es ist die erste Aufnahme, kein Witz. Puh. Da haben wir auch Glück, dass alle auf einem Punkt waren, ne? Machen Sie sich bereit zum Angriff. It's a new game, Was will er mir damit sagen? Oder uns? Ich weiß es nicht. Wir warten einfach, bis es losgeht. Können wir mal gucken, was hier kann. Energiegranatenwerfer oder lineare Strahlenreichweite mit kurzer Reichweite. Von Barrieren geblockter Schaden erhöht den Schaden der Partikelkanone. Da steht es ja auch. Und es ist halt 3 Sterne Schwierigkeitsgrad. Und die Gravitationsbombe hat halt, wie man eben gesehen hat, uns mal eben das Highlight geholt. Und jetzt sind wir aber Angreifer. Mal gucken, wie wir jetzt reißen können. Jetzt erstmal die ganzen ekligen Kakteen hier umhauen, solange die keine Kaktus. Früchte haben. Brauchen wir die nicht. Okay. Jetzt Spielereien. Nein. Nein, 30 Liegestütze, 20 sind zu wenig. Dicke, ich hätte das Highlight geholt, ja? Wie viel zahlst du? Bin ich besser? Wahrscheinlich nicht. Ja, mal gucken, wie das funktioniert. Also wenn mir der Heiler Sphäre gibt, dann könnten wir vielleicht sogar hier einen reißen. So, mal gucken. Ich geh mal ran. Der ist tot. Der nicht. Der ist tot. Von da!
Oh, ich mach schon, ich bin schon dran, keine Sorge. Hallo? Geh mal ran, geh ran, geh ran. Oh, oh. Kein Schild aktiv. Ich könnte jetzt... Und ich bin tot. Okay. Ui, das ist natürlich... Reinhardt ist als Tank für sowas deutlich besser. Das merkt man auch daran, weil der halt wesentlich mit Schild und dem hinterherlaufen und... Guck mal, der blockiert den ganzen Weg. Der wäre deutlich besser, aber ich bin leider kein Reinhardt, weil heute ist Saria dran und Saria ist so ekelhaft zu spielen. Besser wäre halt, wenn die halt durch ihren... Allgemein durch Schaden halt mehr Schaden machen würde, aber... Leider halt nicht. Ich glaube nicht, dass ich in Sachen rein möchte ohne Schild. Komm ran da. Kann ich was holen? Nein, da war das Schild zu spät, zu früh an und zu früh wieder aus. Ja, hat man gut gesehen, leider. Aber ich glaube, dass das Play of the Game wird. Ich glaube irgendwie nicht. Hab ich? Ah, nicht so gut. Ich kann ran und, ist der Kollege, wenn ihr, Nein! Ich habe doch Schild angemacht! Ich hatte das Schild, der blockt alles! Blockt er nicht alles? Schadensbarriere. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gewesen. Haben wir jetzt echt zwei Heiler? Nee, der hat Mercy genommen. Okay. Will er durchkommen? Bis dahin sind wir vorhin auch gekommen, ne? Und irgendwas gestorben. Irgendwas gestorben. Meine Ulti hat irgendwas geschafft. Hätte ich mal lieber den damit irgendwie aufhalten können. Das wäre besser, ne? Keine Ahnung. Ich bin ein schlechter Verlierer. Oh Gott, die Frau mit den großen Muskeln ist ein schlechter Verlierer. Ich hätte die wohl wieder oben liegen. Die zerquetscht doch ihre Kerle. Na. Ah, es wird nichts. Egal, wir hatten einen guten Start gehabt und ich glaube, das gleiche was zu. Wenn ich das verliere, dann. Es wird eh nicht besser. Ich würde nie wieder so eine Runde hinbekommen wie eben die Runde mit Saria. Deswegen lasse ich die und dann seht ihr halt, wie schlecht ich damit eigentlich bin. Jetzt bist du geschützt. Was? Wo kam die auf einmal her? Hä? Habt ihr das gesehen? Ich nämlich nicht. Oh Gott, wie hart wir uns jetzt zurückdrücken. Oh, krass. Gut geholt. Sind noch was? Ich. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Boah, wie kann das sein, ey? Der trifft mich immer mit dieser Scheiße. Ich will das nicht sehen. Nee, verlieren wir locker. Schade. Aber danach muss ich nicht mehr spielen. Danach kommt noch, Es sind nicht mehr so viele, ne? Ne. Das ist so absolut der Tilt-Charakter, auf den ich keinen Bock habe. Deswegen lassen wir die Verliererrunde drin und haben halt eine gute Gewinnerrunde. Hey. Ich denke mal, damit können alle zufrieden sein. Achso, kleine Hater-Spassis, die sowieso alles scheiße finden, aber die haben auch keine Schwänze, von daher. Und das anspreche, weil wieder irgendwer einen sinnlosen Kommentar gelassen. Dagelassen haben und keine Ahnung, irgendwie. Was ist denn da drinne? Sowas von scheiße.
Das ist Hate, das ist langweilig, das juckt mich nicht. Ich spreche es nur an, weil ich mich über diese Person lustig drüber machen möchte. Du hast einen Mikropenis. Ich brauche eine Lupe, um ihn zu sehen. Ich habe das gehört, was findet der Scheiße? Seine Mutter? Egal. Gut, Porträtstufe erreicht. Okay, Match verlassen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr was? Wir machen zwei Lootbox zum Ende hin. Okay, auf, okay. Lootbox öffnen. Oh, das ist nur Geld. Ich habe mich gerade so bei Legendary gefreut, ist es nur Geld. Was ist da? Siegerpose. Ja, komm, warum nicht? Den spielst du sowieso oft. Das ist irgendwie cool. Das habe ich schon. 1005. Vielleicht kann man sogar ein Dingens kaufen. Wen spiele ich denn häufiger? Rogue Talk spiele ich eigentlich recht häufig. Nicht Siegerpose. Siegerposen brauche ich nicht. Ich will einen Skin. Die kosten genau 1000. Tor. Hi. Marco. Hi Happen. Nein, wisst ihr, was wir uns holen? Einen Charakter, den ich wirklich häufig spiele, ist Lucio. Und wie finde ich den nicht so cool? Das sieht auch scheiße aus. Gab es nicht mal ein Gold? Ja, der, ne? Holen wir uns den. Und ausrüsten. So, perfekt. So, jetzt aber, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über das Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.